Herzlich willkommen auf meinem Werder kleinen Blog. Wir starten heute mit den Werder Bingo-Karten. Vielmehr, das sind die Autogrammkarten der Werder Profis. 35 Stück an der Zahl gab es, plus die Werder Bingo-Karte, wo man denn die Felder eintragen konnte mit den Spielern, die man hatte. Man brauchte, wie in der Beschreibung steht, man brauchte 6 Werder Profis in der Reihe. Wenn man das Feld quasi hatte oder das Trikot drauf war, dann war das ein Bonusfeld. Man konnte gute Preise gewinnen, unter anderem ein T-Shirt, was nachher um 16:30 Uhr am Tag der Fans ausgelost werden sollte. Dazu musste man auf der Rückseite eigentlich nur bis 16 Uhr seine Adresse eingegeben haben und wie gesagt, seine 35 Karten brauchte man nicht zusammenkriegen, man brauchte 6 Stück. Ich hatte aber die 35 zusammengekriegt und möchte euch die jetzt präsentieren. Wir starten quasi mit der ersten Karte, und das ist unser geliebter Trainer, der Ole Werner. Seine Position ist natürlich der Cheftrainer. Geburtstag hatte er am 4.5.1988, wie man das ja geboren. Nationalität ist deutsch, bei der Werder ist er seit dem 28.11.21. Seine Trainerlaufbahn fing an in Holstein Kiel. Das kann man auf der Rückseite wunderbar lesen. Ist eigentlich eine sehr schöne Karte. Mir gefällt auch, dass die Handschriften wie auf jeder anderen Karte original ist, dass das nicht aufgedruckt ist. Und es wurde erzählt oder kommuniziert, dass es 1500 Stück pro Spieler bzw. Betreuer war oder Trainer war. Also die Jungs mussten ordentlich schreiben. Und das sollte ein Dankeschön und eine Anerkennung sein für die Treue der Fans und weil es ja auch kein Spiel gab. Wir wissen, viele andere Karten, da ist das leider nur aufgedruckt. Ich denke, dass diese Karten, speziell wegen anderen Karten, preislich ein bisschen höher zu werden sind, wenn die Fans das handeln sollten. Das könnte was sein, wo man ein bisschen Wert entschaffen kann, weil es immer Originalunterschriften sind. Je nachdem, was die Mannschaft dieses Jahr erreicht, beziehungsweise die Saison erreicht, sollte man einen Pokal oder irgendwas gewinnen oder die Meisterschaft, was ich natürlich erstmal jetzt nicht glauben kann, aber man weiß ja nie, dann werden die Karten durch die Decke gehen, das glaube ich schon. Wenn die erst in Anführungszeichen nur den Klassenerhalt sichern und nichts Großartiges reißen, werden die schon mehr wert sein wie normale Karten. Aber jetzt nicht unendlich viel. Aber es ist eine schöne Anerkennung, finde ich. Auch als Zeichen der Fans. Und ich glaube auch die Spieler und sowas, die haben sich selber sehr darüber gefreut, das machen zu dürfen. Also es war am Tag der Fans eigentlich eine sehr gute Stimmung. Und die Spieler, die haben alle, glaube ich, Lust auf die neue Saison. Die zweite Karte ist der Hannes Dries. Er ist unser erster Co-Trainer. Sein Geburtsdatum ist der 27.03.1982, also ist ein ganz klein bisschen älter wie ich. Ist Nationalität Deutsch, bei Werder seit dem 2.01.22. Seine Laufbahn war TuS Norddorf, Jugend und Herren. Holstein Kiel nur die Jugend, bei Erzgebirge Aue Trainer, bei Hamburg SV 2 Trainer und bei Hamburg SV Co-Trainer. Ja. Bei Patrick Kohlmann, da musste ich erstmal fragen, wer ist das überhaupt? Da haben auch alle erstmal gerätselt und haben das auch natürlich gelesen. Also, das ist unser zweiter Co-Trainer. Hat seinen Geburtstag am 25.02. quasi und ist geboren am 25.02.83. Ist ein bisschen jünger wie ich dadurch. Seine Nationalität ist deutsch und irisch. Das finde ich eine coole Kombi. Bei Werder ist er seit dem 28.11.21. Seine Spielerlaufbahn Borussia Dortmund, das ist schon mal sehr gut. FC Rot-Weiß Erfurt. Erster FC Union Berlin, auch nicht gerade schlecht, in Holstein Kiel. Und in Holstein Kiel hat er seine Trainerlaufbahn gestartet.
Ja, das ist bärenstark und von daher gesehen denke ich, dass er sich doch durchsetzen wird. Spielt er vielleicht mal irgendwann als richtiger Haupttrainer. Wer weiß, muss nicht bei uns sein, aber irgendwann mit der Laufbahn, mit der Erfahrung, warum nicht? Der nächste Co-Trainer, der dritte Co-Trainer, ist denn Tom Chichon. Sein Geburtstag ist der 12.05. und er ist 1976 geboren. Nationalität ist deutsch, bei Werder ist er seit 19.06.21. Seine Laufbahn begann er bei Bayer 04 Leverkusen in der Jugend, in Holstein Kiel als Co-Trainer, bei 1. FC Köln als Co-Trainer und bei SV Darmstadt 98 auch als Co-Trainer. Und dann fehlt natürlich noch unser Torwarttrainer, der Christian Vander. Seine Position ist Torwarttrainer. Geburtsdatum hat er am 24.10.1980. Nationalität ist deutsch. Bei Werder seit dem 12.08.2005. Seine Laufbahn begann er bei Blau-Weiß Anrand. 1. FC Viersen. KFC Uerdingen 05. VfL Bochum. Und dann natürlich den SV Werder Bremen. Seine Trainerlaufbahn war erst die DFB-Auswahl der U16, später die U20 und bei Werder Bremen nachher die U23. Und damit möchte ich den ersten Teil abschließen. Ich werde den nächsten Teil dann die Torwerte machen, dann die Abwehrspieler, dann die Mittelfeldspieler und dann zuletzt die Stürmer. Und dann vielleicht noch eine kleine Einschätzung, was es hieß. Werder wird keine Spieler mehr kaufen, ist da denn der Markt, gibt es noch irgendwie her, sondern da werden noch ein, zwei Spieler, wahrscheinlich Reservespieler in der dritten Reihe, noch verliehen bzw. verkauft. Da war man sich nicht ganz so sicher am Tag der Fans, aber ein paar Spieler machen auch vielleicht Sinn, dass sie nochmal in der zweiten oder dritten Liga nochmal ein bisschen Spielpraxis kriegen. Ich denke da eher an Ausleihen. Möchte ich jetzt erstmal Teil 1 beenden. Ich werde den Schnitt machen für euch und dann wird es die Tage den zweiten Teil geben.